Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zum Rallye-Sport. Heute ist schon wieder Mittwoch. Es geht Step by Step auf Ostern zu. Ja, wir wollen aber natürlich keine Ostergeschenke verteilen und keine, sondern eher den Gegner ein paar Eier ans Nest legen. Insofern von Sekunden. Ja, wir starten erstmal heute durch mit dem USA Cup. Es sind 4 Strecken, die uns heute aufstehen. Und ich hab's doch gewartet. Wir sind in Michigan zu Gast. Mit unserem Subaru Impreza 2001, der wird für uns antreten. Den haben wir nämlich im vorletzten Part, wenn ich es richtig im Kopf habe, gewonnen. Heute dürfen wir den Wagen zum ersten Mal auf der Strecke testen. Ja, und wir starten durch heute mit einer Wertungsprüfung, die 5,99 Kilometer lang ist, 40 Meter hoch. Auf leichtem Schotter. Morgens um 8. Ist das geil. Ich könnte mir das besser vorstellen, dass morgens um 8 die Wertungsprüfung zu machen. Naja, okay. Das ist auch nicht viel besser als 6 Uhr. Ich bin mich morgen muffel. Überhaupt. Ja, voller Forst. Michigan. USA. Welch eine Überraschung. Wir hätten ruhig vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, aber es kann ja alles passieren noch. Gut. Fast alle Fahrzeuge. Wir haben alles identisch. Also wir haben. Was haben wir denn für Autos tatsächlich so? Super Impreza sehe ich. Einen Ford Focus sehe ich auf der Strecke. Ich habe eben gerade noch einen Z Ibiza gesehen. Der Demo. Auch haben wir. Ein Lancia Delta haben wir auch noch da. Ein Ford Escort ist noch mit irgendwo drin in der Reihenfolge. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts weiter. Doch. Ein Peugeot 306 Maxi. Ein Bausatzauto. Was ist ein Bausatzauto? Muss ich den genau selber zusammenbauen, der Fahrer, oder was? Ja, Peugeot 306 habe ich hier noch mit dabei. Ja. Also ist eigentlich nichts. Wie dem auch sei, egal. Gut. Fahrzeug tunen. Wir nehmen ein zweites Testersatzrad mit. Gut. Hopp, hopp, rein. Okay, leichte Verspätung. Wir können. Ja, was? Ich bin heiß, ich will starten. 4, 3, 2, 1, los. Rechts 6, über. So, mal gucken, was der Allradbetriebene Subaru kann. Rechts 5. Und kalt reingerufen. Posten aus 60. Aber heute wieder keine Teamziele. Und links 4, lang 200. Links 4, lang innenhalten. Nicht steigen, 100. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 80. Rechts 5, links 5. In offene Kehre links, 150. 200 über Welt, 100. Kurve, 60. Scharf rechts, 60. Nicht schneiden. Links halten, über Kurve. Links 5, 100. 110 über Welt. Links halten, über Kurve, 60. Links 6. Und rechts 4. In Welle. Und links 6. Links 6 lang. In scharf links, 60. Rechts 5, 200. Rechts 3, lang. Innenhalten, 100. Rechts 5. In links 4, über Kurve, macht auf, 60. Wieder Halbzeit, wieder weiter. Links 5, 60. Rechts 4, durchsenke. Mittig halten, über Kurve. Links 5, 150. Rechts 3. Und links 6. Rechts 3, rechts schneiden. In links 4, lang, über Weg. Und rechts 5, 250. Links 6, über Kurve, senke. Rechts 6. In links 4. Lang. Macht auf. Innenhalten. 200. 200 über Welt. 100. Oh, aufpassen mit dem Auto. Das ist nämlich unser. Und große Schäden möchte ich nicht haben. Und links 4. Lang. 150. Rechts 4. Lang. Macht zu. Innenhalten. Und links 6. Nicht schneiden. 100. Rechts 4. Lang.
macht zu, innehalten, wegsteigen und links 6, 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 150. Rechts 6, Überkurve, 80. Links 5, 60. Rechts 4, durchsenken. Mittig halten, Überkurve. Links 5, 200. 200, überweg, 60. Jetzt mach ich durch. Links halten, Überkurve, vielleicht Sprung bis Ziel. Langsam zum Marsch hoch. Ja, schön mit dem Marsch noch hoch vor dem Publikum. Geil. So, das war meins für heute. Das ist sehr gut gelaufen. Ja, danke schön. Gut gemacht. So. Die Energiedose ist leer. Und wir können weiter starten. Nummer 2, Hesperia Forest. Was dieses Ascent da ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist wahrscheinlich irgendwo nur ein Abschnitt daraus. Ja. Preisgeld des Events, wir kriegen 48.500, wenn wir das Ding gewinnen. Immerhin 46.650 für Dritter werden. Aber natürlich wollen wir das Ding hier gewinnen. Hallo, ich trete nicht unnötig in Wertungsprüfung an, um zu sagen, ich werde Dritter werden nur. Oder beziehungsweise ich trete nicht in der Rallye an. Ich will einfach das Ding gewinnen. Mein Ziel ist es Sieg, 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 Step by Step. Gut. 4,37 Kilometer lang haben wir. Es wäre mir vor, leichter Schotter, 60 Meter hoch. Und morgens um 10:30. Und dann noch bei Regen. Na, hoffentlich holen sich die Zuschauer dabei keine Erkältung. Was starrt man denn hier? Ja. Der zweite Subaru, die nächste Mal Subaru sind die beiden Finnen. Auf den Plätzen 6 und 7. Ansonsten haben wir eine glaub gute Dominanz von Fokus. Ja, das ist super, das wäre, wenn wir keine Überraschung bekommen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 4, durchsenken, 60, nicht steigen. Rechts 5, Kuppe, 60, scharf rechts, 60, Posten außen. Links halten, über Kuppe, links 5, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 60. Links 4, über Kuppe. In rechts 6. Und links 5, 80. Links 6, 60. Rechts 4, macht zu, über Kuppe. Und links 5, 100. 110, überwählen. Links halten, über Kuppe, 60. Rechts 5. In links 4, über Kuppe, macht auf, 60. Rechts 6. Schönes Lauf. Rechts 5. In links 6. In rechts 4, über Kuppe. Rechts 5, links 5. In offene Kehr, links 60. In links 6, durchsenke. Rechts 5. Diese Welle richtet sich auf zweite Seite. Links 6, 200. Links 6, über Kuppe, senke. Rechts 5, links 5. In offene Kehr, links 60. Rechts 5. Und rechts 4. Posten. Der Vorsprung ist nur 1,5 Sekunden. Rechts 3. Lichtstein. In links 4. Lang. Überwellen. Und rechts 5. 80. Links 6. Und links 4. Lang. 200. Offene Kehre. Rechts. Posten außen. 60. Rechts 5. Und rechts 4, 60. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas, hoffentlich auf der letzten, links 5, auf der letzten Meter dieser Wertungsprüfung hier. Rechts 4, lang, überwählen. Und links 3, Lichtstein, 150. Rechts 6, Überpuppe, 200. Bis Ziel. So, jetzt gehen wir nochmal richtig gucken hier. Okay, bring es zum Marshall. So, gewonnen. Oder wieso wird es geholt? Er dachte, er war Zweiter mit 2 Sekunden Rückstand? Nicht schlecht, aber auch keine Verbesserung in der Tabelle. Ja, wie soll das auch sein? Wir sind Erster.
Wir sind aber nur Zweiter gewesen in der. Keine Sorge im Hintergrund. Dürfen aber leider noch nicht hören, deswegen auf leise. Wir müssen einfach ein bisschen drüber quatschen. So, die nächste Prüfung. Whitewood Forest ist aber auch nur 77 Meter? 70 Meter kürzer. Also ähnliche Zeit. Und ein bisschen Song. Ich finde tatsächlich die Version, die es in Need for Speed Rivals gab, doch deutlich besser als jetzt gerade. Also es ist cool, aber tatsächlich einige bekannte Songs dabei jetzt. Ich höre den Song sehr gerne. Wie gesagt, in Need for Speed Rivals gab es einen coolen Remix. Der gefiel mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Ja, 4,3 Kilometer lang, 5 Meter hoch, leichter Schotter und 12 vor 10 Wurzelt. Ja. Ist das geil. Mittlerweile haben wir kurz nach 2. Wir sitzen immer noch an der Aufnahme. Aber ich habe einfach Bock drauf. Ich will dieses Spiel einfach zocken. Es macht so Laune. Fahrzeug reparieren. Wir haben eine automatische Reparatur. Ja. Gehen wir Gas. Mit etwas Preisgeld könnten wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. Gucken wir mal gleich. Wir kriegen eh alle Fahrzeuge, glaube ich, gestellt. Falls wir sie nicht wollen. 4, 3, 2, 1, los. Let's go. Dritte Strecke. 215. Links 6, über Kuppe, senken. Rechts 6. Und links 5, 40 durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, 200. Links 6, über Kuppe, senken. 200. Rechts 4, lang, innerhalb, 100. Rechts halb, über Kuppe. 110, über Lane, 60. Links 5, 60. Scharf rechts. In rechts scharf rechts 6, ist immer lang, gut. 150. Links 4, lang, innerhalb, nicht schneiden, 100. Rechts 5, links 5. In offene Kehre links, 80. Es ist nicht gerade einfach hier. Rechts 4. Schön mit Matsch. Ich hätte mich schrecken, dass mich gleich nass. Und rechts 6, 130. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 80. 100, über den. Kuppe, 100, 150. Offene Hahn an, rechts. In rechts 5. Links 5. Links 4. In links 2. Rechts 5. Und rechts 4. Pfosten aus 60. Links 6. Und links 4. Lang 100. Rechts 1. Über Kuppe. 110 über Lane 60. Rechts 6. Das ist genau das, was ich meine. 4 Sekunden Strafe. Und links 5. 40 durch Senke. Spritzwasser. Rechts 6. Über Kuppe. 150. Rechts 4. Lang. Das sieht so schön aus, die Fahrzeit, die war. Dürfen wir nicht nochmal haben, so. Rechts 5. Links halten. Über Kuppe. Kleinsprung. Bis Ziel. Okay. Bring es zum Marshall. So, mit der Zeitstrafe, natürlich, die war tolles natürlich... Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Die letzten zwei haben wir quasi die Mietfläche. Gut, das war den ersten so geholt haben. So gute Ergebnisse geholt haben. So, die letzte Strecke für heute. Yuma Forest Short. Also die Kursstrecke davon. Etwas über 3 Kilometer lang. Das ist immer gut. Nämlich 3,04 Kilometer lang, also 40 Meter länger. Die ist jetzt, 3, irgendwas Kilometer. Ne, Quatsch, halt. Lass mich nicht lügen. 1,3 Kilometer kürzer als eben. Ja, 20 Meter hoch, leichter Schotter. Also diesmal nur ein Belag. Und 15.05 Uhr Uhrzeit. Und das ist die letzte Wertungsprüfung für heute. Ich glaube, die Wetterfront nähert sich. Die Bedingungen könnten sich jederzeit ändern. Oh, bitte nicht. Okay, 1 Minute 35 braucht ihr. 4, 3, 2, 1. Ich sag, 1 Minute 30 ist unser Ziel. Über Kuppe, 60. Rechts 6.
6, über Kuppe, nicht schneiden, runter, auf der Hahn ab, rechts, nicht schneiden, in rechts, 5, links, 5, rechts, 4, lang, und rechts, 6, 80, rechts, 6, in links, 4, lang, macht auf, Innenhalt, nicht schneiden, runter, links, 5, 60, rechts, 4, durchsenken, Pfosten, innen, mittig halten, über Kuppe, links, 5, 150, rechts 3, lang, innehalten, 250, 200 übernehmen. Das wird zum Thema, die Bedingungen können sich jederzeit ändern. Es wird neblig, und zwar richtig neblig. Rechts 5. Oh, das ist jetzt gerade kurz. Boah, das wird jetzt richtig hart. Rechts 4, über Kuppe, runter. 110, überwältigt. 110, überwältigt? Vor dem bei der Strecke, und kein. 60. Und rechts. Jetzt muss ich kurz noch leise sein. Und links 3, runter. Runter, überwältigt. Kuppe, 100, runter. Links 4. Deutlich wieder besser. Und rechts 6. Und links 5, 80. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Das war aber haarscharf, wenn man auf die Uhr in der Zwischenzeit guckt, diese Session. Perfekt, super Ergebnis. Puh. Gut gemacht. Aber wir haben die Aufgabe erledigt. Level 15. Kenner. Ein tiefer Regenschalter. Eibach Racing. So. Okay. Ja, das war die Rallye 3 international. Wir starten morgen dann durch in der Rallye 2 international. Und dann geht's das erste Mal in den Schnee. Bis dann und auf Wiedersehen.